Ja, 6 Liter hat es jetzt in den vergangenen 24 Stunden nochmal geregnet. Das ist natürlich echt gut. In den letzten Tagen hatten wir immer mal so täglich 6 bis 7 Liter Regen hier auf der Fläche. Das sieht man auch schon in der Streuobstwiese. Es ist enorm grün geworden, wenn wir uns umdrehen. Der Rasen, der ist wirklich super grün. Ich habe zu Hause heute auch schon wieder Rasen gemäht. Da habe ich jetzt noch ein bisschen was zum Mulchen mitgebracht. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Gewächshäuser, mulchen dort ein bisschen und schauen uns das alles mal an. Ja, das Wetter ist jetzt die letzten 3, 4 Tage echt regnerisch gewesen. Also wir hatten echt viel Niederschlag auf den Flächen. Es war auch nicht wirklich sonnig. Es ist teilweise mehr so ein Aprilwetter gewesen. Aber jetzt, die nächsten Tage und zum Wochenende hin, soll sich's wieder ändern. Gute 25 Grad und auch nachts nicht mehr so ganz kalt. Es ist zwischenzeitlich echt nochmal wieder kalt geworden. Und wir schauen uns mal die Gewächshäuser an. Denn da hat sich wirklich viel getan. Wir haben schon größere Chilis dran, die ersten kleinen Wassermelonenansätze. Ja, ich zeige euch einfach mal alles. Ja, und hier haben wir die ersten Physalis dran, und zwar bei der Sorte Goldita. Da sind schon richtig schön diese Lampions dran. Goldita haben wir zweimal, dann haben wir noch einmal die Schönbrunner Gold. Die ist allerdings noch ein bisschen kleiner. Die Goldita, die verzweigt sich hier unten auch ganz schön. Also, wir bekommen mal viele Seitentriebe, die dann nachher so buschig hochwachsen werden. Also, es wird hier sicherlich ganz voll werden. Was mich am meisten beeindruckt, ist, dass von den Gurken am größten gewachsen bisher die mexikanische Mini-Gurke ist, also die kleinste. Und wenn wir mal so ganz genau hinschauen, dann haben wir sogar schon kleine mexikanische Mini-Gurken dran, zumindest die Fruchtansätze. Und die ist hier schon das ganze Gewächshaus hochgerankt. Ich muss aufpassen, dass sie mir hier hinten nicht rausgeht. Kann ich besser noch hier so ein bisschen durch das Gitter ranken lassen. Als zweitbestes kommen dann die Zitronengurken. Die sind hier schon. Ja, viele männliche Blüten, da ist eine weibliche Blüte, hier die männlichen ohne Fruchtansatz drunter. Dann hier immer ein bisschen direkt das Unkraut wegmachen. Hier haben wir nicht ganz dran gemulcht, sonst arbeitet das Mulch ganz gut für uns. Hier bei den Physalis können wir das sehen, kaum Unkraut. Und wenn wir mal da drunter schauen, nasser Boden. Und wir haben hier 2, 3 Tage nicht mehr gegossen. Also es läuft auf jeden Fall schon. Hier haben wir einmal die Salatgurke Dominica und die Mini-Snackgurke Rocky. Überall, ja, sind schon kleine Früchte dran oder etwas größere sogar schon. Aber bis da wirklich eine nennenswerte Ernte bei rumkommt, dauert es noch. Hier die Paprika Calibello, die ist echt schon wahnsinnig groß geworden. Es soll eine Blockpaprika werden. Und hier kommt dann eine Spitzpaprika. Die ist etwas schmaler. Das ist die Trofeo. Den war auch nochmal im Folientunnel. Und ich würde sagen, da gehen wir mal einmal rüber und schauen uns da mal um. Die Chilis hier direkt am Anfang, die sehen am besten aus. Und zwar haben wir vorne die Diavoletto. Da sind schon viele dunkel-lilane Chilis dran. Und hinten die 15 ist bei uns die Rotes Teufele. Auch da, wenn wir mal näher rangehen, echt schon einige Chilis dran. Hier, wir haben jetzt vor 2 Wochen gemulcht. Wir setzen das immer noch mal wieder ein bisschen nach durchs Gießen. Was wir direkt an der Pflanze machen, zeige ich euch gleich mal. Spült man immer noch so ein bisschen den Rasenschnitt wieder weg. Aber da kommt dementsprechend dann auch das meiste Unkraut. Und da wollen wir es ja erst recht nicht haben an den Pflanzen dran. Aber ansonsten, wenn wir mal gucken, manche Pflanzen sind noch recht klein, haben aber schon viele Früchte. Und dann sind manche Pflanzen aber auch schon echt groß geworden. Ja, das geht auf mich. Das ist meine Schuld. Die Tomatillo, die habe ich mit dem Wasserschlauch umgehauen. Das sah auch wirklich sehr robust aus. Aber wir haben die hier mit so einem Tomatenhaken hochgebunden und hoffen, dass es noch klappt. Chili Lila Luzi hier auch sehr groß geworden. Freue mich schon auf die bunten Früchte. Und ansonsten, ja, bei den Paprikas immer mal schon welche dran. Leider noch nicht bei meinen Paprika Kiras. Oder? Doch, hier hinten bei den Paprika Kiras, da ist auch schon die erste dran. Und ganz hinten die Erdnüsse, die blühen sogar schon. Wahnsinnig interessant. Gleich 3 Blüten hier. 1, 2 und 3. Ja, und jetzt wollen wir erstmal ein bisschen gießen. So sieht das hier mittlerweile im Glasgewächshaus aus bei den Tomaten. Also wir gießen immer direkt unten an der Pflanze. Da haben wir einen kleinen Gießring gemacht. Das heißt, man sieht schon immer das Wasser, das sammelt sich so ein bisschen direkt am Stamm. Und wir haben die Tomaten auch schon angebunden. Tomatenhaken hängen hier überall. Und auch die ersten Tomaten sind schon dran. Ich glaube, hier hinter mir waren welche. Genau.
hier. Und ansonsten alle hochgebunden, alle ausgegeizt, also Tomaten. Läuft in dieser Saison schon mal alles nach Plan. Ja, besser als im Freiland, da weht schon wieder das Netz weg vom Kohl. Muss ich gleich mal hin. Schauen wir uns gleich mal die Kohlpflanzen an. Die sehen eigentlich ganz gut aus, keine Fraßschäden, aber das Netz sollte trotzdem mal drauf bleiben. Und ich glaube, ich stelle das Wasser mal ein bisschen doller. Ja, und bei den Melonen und bei den Paprikas und Chilis, da ist es nicht ganz so wichtig mit kein Wasser auf die Pflanze. Deswegen nehmen wir hier jetzt mal die Brause, eben alles einmal schnell durchgießen. Die Einwassermelonen hier, die sind noch sehr klein. Aber die teilweise sind schon ein bisschen größer. Die sind dann mal komplett eingegangen hier. Und die sind schon mächtig groß. Also das sind auch die von Hölscher vom Profi-Jungpflanzenbetrieb, wo ich mal ein Video gedreht habe. Die sind echt schon wahnsinnig weit. Die schlängeln sich hier überall schon durch. Da sind schon kleine Wassermelonenansätze dran. Und hier auf diesen Hälften, da mache ich einfach die komplette Fläche nass. Weil hier haben wir auch nicht mit Gießring gearbeitet. Der Gießring, der speichert ja das Wasser direkt an der Pflanze. Aber hier, da machen wir einfach das ganze Umfeld der Pflanze nass, sodass irgendwie Wasser an die Pflanzen drankommt. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Freiland an. So, noch einmal im Schnelldurchlauf die drei Paprikas, die Gurken und die Physalis. Haben alle schon Blüten und die ersten Früchte dran. Da sieht es sehr gut aus. Durchs Mulchen haben wir wenig Unkraut und viel Wasser darin. Meine Instagram-Story, die gerade hochgeladen. Dann haben wir hier links noch ein paar Paprikas, die sehen sehr gut aus. Rechts die Chilis, da haben wir schon sehr viele dran. Alles wächst super. Gerade habe ich nochmal schön gegossen. Jetzt können wir uns die Wassermelonen auch nochmal aus der Nähe angucken und vielleicht finde ich hier auf die Schnelle eine Wassermelone, die ich euch zeigen kann, aber so wie das immer ist, natürlich nicht. Ja, auch hier alles nur männliche Blüten, keine Wassermelone drunter. Aber ich hatte in den letzten Tagen schon mal welche gesehen und das ärgert mich natürlich jetzt gerade, dass wir gerade keine finden. Deswegen will ich auch eigentlich weiterfilmen, bis ich hier eine Wassermelone gefunden habe. In den letzten Tagen, da hatte ich nämlich auf jeden Fall schon mindestens zwei gesehen. Und ja, falls ich noch eine sehe, blende ich euch mal an dieser Stelle ein Bild ein. Aber sieht eher schlecht aus. Nein, hier in der letzten Sekunde, da ist die Wassermelone die erste und hier gleich die zweite. Es fängt immer bei mir erst irgendwie an mit männlichen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und am Ende, da kommen die ganzen weiblichen. Also die Pflanze auf jeden Fall weit ranken lassen. Ordentlich Wasser geben, ordentlich Nährstoffe. Ja, hier die Wassermelonen sehen noch nicht ganz so gut aus. Hier Paprika Kiras, da sind die ersten dran. Ich freue mich mega. Dies Jahr meine vernünftige Paprika Kira Ernte. Letztes Jahr war es so schlecht, da hatte ich insgesamt nur zwei Paprika Kira Pflanzen und ich glaube nur vier Paprika Kira geerntet. Die Erdnüsse blühen und die Tomaten, die sind angebunden, die blühen, die ersten Tomaten sind dran und es ist ausgegeizt, gegossen und gedüngt. Ja. Warum ich alles gerade so auf die Schluffen haben will, ist ganz einfach. In 2 Wochen, am 19.06. habe ich Geburtstag und 3 Tage später, am 22.06., da fliege ich für 8 Nächte nach Gran Canaria, mache da quasi Sommerurlaub. Und die Frage brauche ich euch wahrscheinlich eigentlich gar nicht stellen, aber soll ich für euch auf Gran Canaria mal einen halben Tag rumlaufen und so ein bisschen die gärtnerischen Seiten von Gran Canaria entdecken, ein Video machen auf Gran Canaria zum Thema Gärtnern? Ich denke, ja, fast alle von euch wollen das sehen. Und dann nehme ich auf jeden Fall die Kamera mit. Ist ja sehr klein, so klein ist die Kamera. Und da nehme ich die auf jeden Fall mit auf Gran Canaria und werde da mal ein bisschen rumlaufen und euch die gärtnerischen Seiten von Gran Canaria zeigen. Wird bestimmt sehr schön, aber jetzt erst nochmal die gärtnerischen Seiten von Ling hier bei Felix Hobbygarten. Denn da sieht es im Freiland eher so durchwachsen aus. Wir schauen uns das mal an. Hier könnte man nämlich denken, ja, die Kartoffeln, die stehen hier kurz vor der Blüte. Überall kommen Blüten dran und die Kartoffeln sehen super aus. Und dann schauen wir uns mal das gesamte Feld an. Das ist nur die blöde erste Reihe. Die sieht irgendwie verdammt gut aus. Die ersten Kartoffeln hier, die kriegen auch schon Blüten. Und da sieht es echt gut aus. Aber in den 3 Reihen dahinter, das. Guckt euch mal die Blätter an. Guckt euch mal die Blätter hier oben an. Die krüsseln sich. Hier jede Menge braune Flecken.
Unten drunter sieht man jetzt auf die Schnelle keine Tiere, aber die gefallen mir einfach nicht in diesem Jahr. Die Kartoffeln, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas scheint an diesem Jahr nicht zu stimmen mit den Kartoffeln und ich weiß nicht was. Hier haben wir den Zuckermais, 2 Reihen, dann haben wir 5,5 Reihen Kolbenhirse. Weiter geht's dann mit Zuckererbsen, die haben wir hier. Da sind ja ein paar rausgerissen worden, deswegen sieht das hier so mager aus. An dieser Stelle haben wir aber auch immer dazwischen schon welche nachgesät. Die Gemüsezwiebeln, die machen jetzt auch einen ordentlichen Schwung. Die Reihe geht einmal durchs ganze Beet bis da hinten. Hier in der Mitte, das sind Buschbohnen. Die verschiedensten Sorten Buschbohnen. Und wenn wir hier dann drauf zugehen, da haben wir 35 Freilandtomaten. Es sind nicht alles Freilandtomaten, es sind einfach Tomaten im Freiland. Aber 35 Stück, das stimmt. Dann haben wir hier 2 Maispflanzen, dann grünen und roten Salat, Porree und die Reihe Gemüsezwiebeln. Und der erste Teil hier, der endet mit einer Blühwiese und den Kartoffeln. In der Mitte, da geht dann unser Weg durch und dann kommen wir auf das zweite Stück. Auch hier erst wieder Kartoffeln und Blühwiese. Und dann kommen wir zu Gurken, Kohl und Salat, Paprika und ganz vielen Zucchini und Kürbissen. Das ganze Beet quasi ist nur dafür bestimmt. In der Mitte steht noch der Rasensprenger drin und wir gucken uns einfach mal so ein paar Exemplare an. Der Boden hier, der ist auf jeden Fall noch ganz nass. Und wenn wir hinten hingehen, da blühen sogar schon die ersten Sachen. Und ich sehe die ersten Zucchini, die kommen. Auch hier viele männliche Blüten, die ohne Fruchtansatz und die weiblichen Blüten direkt mit einer Frucht dahinter. Hier ganz am Beet, einmal außenrum, wirklich ums gesamte Beet geht Phacelia, Bienenfreund, habe ich hier eingesät. Das geht einmal komplett um das ganze Beet drumherum. Einige Zucchini-Pflanzen sehen besser aus und andere wiederum etwas schlechter. Woran liegt das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Diese gelben Blätter, die hier, die haben wir ja sehr spät gepflanzt. Da kann ich euch sagen, woran das liegt. Die wurden einfach zu spät gepflanzt. Sie waren sehr lange im Topf und haben schon ein bisschen die Kraft verloren. Die haben wir jetzt nochmal mit Hornspänen gedüngt. Und hier, da wo das Netz immer abhaut, darunter ist eigentlich der rote Salat und verschiedene Kohlarten, weil wir hier viele Hasen haben, die uns das eigentlich abfressen. Aber ich weiß, dass das Netz schon den ganzen Tag weg ist und mich wundert, dass noch kein Hase hier war. Maulwurf haben wir leider auch immer mal wieder. Ja, leider auch. Und dann hier oben, ganz am Rand natürlich Phacelia und hier die reinen Gurken. Eine Gurkenpflanze ist eingegangen, aber wir haben dann noch 10 Stück in der Reihe. Und so sieht das Beet aus. Die Hochbeete, da brauchen wir noch gar nicht drüber reden. Das läuft in diesem Jahr nicht so. Da muss ich erst nochmal bei ordentlich sauber machen. Und dann kann ich euch die auch wieder zeigen. Aber ansonsten sieht es hier eigentlich wohl mittlerweile ganz gut aus. Wir hatten einige Startschwierigkeiten nach dem Jungpflanzenverkauf, unseren eigenen Garten in den Griff zu bekommen. Aber jetzt läuft's. Aber die erste Saison ist ja eh immer zum Ausprobieren. Und ich bin gespannt, wie das hier die nächsten Jahre noch weitergeht. Ja, eigentlich ist mein Video schon vorbei, aber diese Szene, die muss ich einfach noch zwischenschneiden, denn ich hake gerade das komplette Beet nochmal durch und wenn die Erde wieder ein bisschen dunkler ist, dann sieht das so gut aus und das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Schaut mal. So sieht das alles vorher aus und so nachher. Das ist doch schon mal ein deutlicher Unterschied. So lassen wir auch gar kein Unkraut anwachsen, weil ich sehe, da kommen schon wieder die ersten kleinen Sachen. Und morgen soll das Wetter wieder gut werden, dann trocknet das alles schön ab. Ich habe auch auf der Seite einmal ordentlich durchgehakt und ich würde sagen, das Gemüsebeet kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch mit dem Gewächshaus aus Glas, den Folientunnel und das normale Gewächshaus. Der Sonne jetzt hier im Garten, das sieht doch einfach gut aus, oder? Okay, genug davon, weiter geht's mit dem Video. Und ich weiß nicht, ob das euch genauso geht, aber die Saison ist gerade erst angefangen, kann man sagen. Wir haben jetzt Anfang Juni und alles ist gerade mal gepflanzt, aber ich habe jetzt schon Ideen, wie das im nächsten Jahr hier laufen soll. Das möchte ich noch mehr machen, die Sorte mehr, das kommt dahin und das dann da. Irgendwie habe ich immer direkt, wenn alles fertig ist und alles gepflanzt ist, direkt schon fürs nächste Jahr die Verbesserungsvorschläge. Ist bei euch genauso oder bin ich da ja sehr speziell? Falls bei euch genauso ist, schreibt mir mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, weil irgendwie ist das so, man hat was gepflanzt und da merkt man doch irgendwie, nächstes Jahr mache ich das so und so. Vielleicht habt ihr das auch, dann schreibt es mal in die Kommentare.
ja, Gemüsegartenrundgang Anfang Juni. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Demnächst machen wir auch mal wieder ein paar Gartenarbeiten. Aber heute, ja, war nur mal so ein bisschen rumschauen, gießen, mulchen. So das Übliche, was im Garten gerade anliegt. Gedüngt haben wir ja schon. Ab und zu haken wir hier mal durch, dass wir nicht ganz so viel Unkraut haben, was anwächst. Das war letzte Woche im Beet nämlich ganz schlimm. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch schon vom Video. Ne, wir gehen noch mal da hinten hin, denn da auf dem Hügel wächst ja auch noch was. Na, wer kennt diese Blüte? Genau, es ist Tabak. Der wächst hier auf dem Hügel. Genauso wie die Tabakpflanze da vorne. Und die blüht sogar schon. Wahnsinn. Ja, mittlerweile ist hier echt einiges passiert. Ich hatte hier auch noch eine Pflanze mehr, aber ich sehe gerade, die ist abgefressen worden. Denn hier stand eigentlich mal Baumwolle. Ja, die ist dann wahrscheinlich auch den Tieren zum Opfer gefallen hier auf diesen Hügel. Aber wir haben auch viele Blühpflanzensamen hier auf dem Hügel verteilt und ich hoffe, die kommen immer noch durch den Rasen durch. Denn eigentlich haben wir hier auch sehr viele, ja, Sachen zum Blühen drauf geworfen Anfang des Jahres und ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Pferdemist, den haben wir auch schon wieder geholt, damit der noch ablagern kann. Den werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr drauf machen, frühestens aber ja in diesem Herbst. Und hier sehen wir schon, da wird schon ordentlich gearbeitet. Die Regenwürmer, die sind schon voll zu Gange. Hier das Ganze schon so ein bisschen zu zersetzen. Ja, frischer Pferdemist ist nicht gut für die Beete. Oder man sagt zumindest immer, der soll nicht gut sein. Und den werden wir frühestens im Herbst auf den Boden drauf ausbringen. Spätestens nächsten Frühjahr. Wir wissen noch nicht genau, wann wir das nächste Mal fräsen werden. Oder einarbeiten werden, den Mist. Und da könnt ihr mir gerne auch nochmal Tipps geben. Wie macht ihr das? Pferdemist im Herbst oder Pferdemist im Frühjahr? Wann bearbeitet ihr euren Boden? Das war's dann auch schon von diesem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, unbedingt Felix Hobbygarten abonnieren. Das Ganze ist auf YouTube hier kostenlos und ihr werdet bei jedem neuen Video informiert. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos, unter anderem das Gärtnern auf Gran Canaria. Darauf freue ich mich natürlich besonders. Endlich mal Urlaub. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Daumen nach oben geben, kommentiert mal was für den Algorithmus und wie es euch so gefallen hat. Bis demnächst und ciao.